ein Bilderbuch kennen von Elmer. Manche kennen das Buch schon, aber es gibt ja auch andere. Aber es ist heute eine rosane Geschichte. Und unsere heutige Geschichte heißt Elmer und die rosarote Rosa. Der Himmel ist blau, Elefanten sind grau, das weiß jedes Kind. Doch ob das stimmt, finden wir in dieser Geschichte heraus. Inmitten einer großen Elefantenherde standen Elmar, der bunt karierte Elefant, und sein schwarz-weiß karierter Vetter Willi. Nette Kumpel, meinte Willi, aber sie sehen ja alle gleich aus. Sie sind aber nicht alle gleich, sagte Elmar. Sie fallen nur nicht so auf wie wir. In einer Herde, in der alle so aussehen wie wir, da würden wir auch nicht auffallen. In diesem Augenblick kam das Vögelchen angeflogen. Großpapa, euer Opa braucht euch. Dann nichts wie hin, sagten Elmar und Willi und machten sich auf den Weg zum Großvater. Papa. Großvater suchte etwas unter einem Busch. Wo ist sie bloß, murmelte er. Und als er Elmar und Willi entdeckte, meinte er, bestimmt versteckt sie sich vor euch. Sie? Fragte Elmar. Von wem redest du, Großvater? Na, von Rosa, sagte er. Sie hat ihre Herde verloren und ihr müsst sie zurückbringen. Ach, da ist sie ja. Hab keine Angst, Rosa. Das sind Elmar und Willi. Hinter einem Baum guckte ein kleiner Elefant hervor. Ein rosaroter Elefant. Oh, sagten Elmar und Willi überrascht. Wie niedlich, fügte Elmar schnell hinzu. Rosa wurde ganz rot. Sie wird schnell rot, flüsterte der Großvater. Vermutlich heißt sie deshalb Rosa. Die rote Rosa sagte gar nichts. Die Herde ist am See entlang gegangen. Ihr müsst nur den Spuren folgen, sagte Großvater. Ihr seid schneller als ich. Mach's gut, Rosa. Rosa verabschiedete sich höflich, wurde schon wieder rot und rannte hinter Elmar und Willi her. Am See trafen die drei einen anderen Elefanten. Rosa starrte ihn mit großen Augen an und versteckte sich zwischen Elmar und Willi. Hallo Elmar, hallo Willi, sagte der Elefant. Hallo, wollte er fortfahren. Doch der Anblick der rosaroten Rosa verschlug ihm wohl die Sprache. Sie heißt Rosa, erklärt Elmar. Als der Elefant fort war, meinte Rosa, der war aber komisch. Um sich die Zeit zu vertreiben, rannten sie um die Wette. Rosa quietschte vor Vergnügen, denn irgendwie gewann sie immer und jedes Mal wurde sie noch ein bisschen rosaroter. Willi zauberte mit seiner Stimme, denn er konnte mit dem Bauch reden. Erst brüllte er wie ein Löwe hinter einem Felsen. Dann zwitscherte er mit seinem Bauch wie ein Vogel in einem Baum. Rosa kicherte fröhlich, wurde rot und klammerte sich an Elmars Rüssel. Plötzlich rief Rosa ganz aufgeregt. Hört ihr das? Meine Herde muss hinter diesem Hügel sein. Ich gehe lieber alleine weiter. Die anderen könnten erschrecken, wenn sie euch sehen. Sie sind nämlich ziemlich schüchtern und scheu.
Und ihr seht alle so anders aus. Vor allem diese grauen Elefanten, die wir vorher getroffen haben. Vielen Dank, dass ihr mich zu meiner Herde zurückgebracht habt. Besuch uns mal wieder, rief Elma ihr hinterher. Komischer grauer Elefant? Was hat sie damit gemeint? Fragte Willi. Sie hat bestimmt nur einen Witz gemacht, sagte Elma. Vom Hügel aus sahen sie, wie Rosa sicher bei ihrer Herde ankam. Ui, das war doch kein Witz, sagte Elma. Kein Wunder, dass sie den grauen Elefanten komisch fand. Die Elefanten in Rosas Herde waren nämlich alle rosarot. Auf dem Heimweg kamen Elma und Willi wieder beim Großvater vorbei. Du wusstest, dass sie alle rosarot sind, stimmt's? Na klar, sagte der Großvater. Ich wollte nur, dass ihr es selbst seht. Rosa ist wirklich nett, meinte Willi. Aber wer hätte gedacht, dass es eine ganze Herde rosaroter Elefanten gibt? Und nicht nur das, sagte Elmar, sondern wahrscheinlich sogar eine ganze Herde netter rosaroter Elefanten. Willi grinste. Genauso nett wie wir. Und jetzt stell dir mal eine Elefantenherde vor, die alle so aussehen wie du oder ich. Vor allem wie du, Elmar, lachte der Großvater. Elmar sagte gar nichts. Schmunzelnd stellte er sich eine Herde von Elefanten vor, die alle so aussahen wie er. Das wäre dann wohl so. Ende der Geschichte. Ha